Heute Wasser oder Woi, nicht bei einem Wein, sondern bei diesem heißen Wetter mit einem Aperol Spritz. Auch ganz recht hier im Industriehof in der Franz-Kiermaier-Straße. Und neben mir sitzt einerseits der Herr Dr. Koch und zum anderen der Herr Johann. Sie beide sind Geschäftsführer, wenn ich das recht verstanden habe, des Industriehofes. Industriehof ist ein altes Gelände. Können Sie was über die Geschichte dieses Industriehofes erzählen? Der Industriehof ist 1896 vom Franz Kiermaier als Zelluloidfabrik gebaut worden und wurde betrieben bis 1968 als Zelluloidfabrik. Und seit 1968 hat man hier untervermietet an verschiedene Untersteller. Ich darf fragen, das war eine Erbengemeinschaft? War eine Erbengemeinschaft, die vermietet hat. Vorher war es eine Firma, die der Dr. Kiermaier mit dem Herrn Ekarius zusammen gegründet hat und die das beide zusammen betrieben haben. Durchaus bekannte Speyerer Namen, ne? Ja, sehr bekannte, wenn man die Villa Ekarius kennt. Also das waren hier in Speyer sicherlich die zeitweise wohlhabendsten Leute und auch der Industriehof war der größte Arbeitgeber hier in Speyer. Das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen. Arbeitgeber, ein großer Betrieb auf alle Fälle. Es waren über 1000 Leute, die hier gearbeitet haben. In der Spitze glaube ich 1200, was in der damaligen Zeit, wo ja die Industrialisierung auch begonnen hat, unglaublich war. Ja, dann wurde sozusagen das Zelluloid durch Plastik, wie man so sagt, ganz salopp gesagt, ersetzt. Ne? Und der Industriehof hat zugemacht und wurde dann zum Industriedenkmal? Es ist kein Denkmal, aber durch die Art und Weise, wie die Bauten im Laufe der Jahrzehnte entstanden sind, ist es sicherlich eine außerordentliche Fläche, was die Architektur betrifft, in den Altbaubeständen. Es ist aber genauso in Teilen eine sehr marode Fläche, weil in den 50er, 60er Jahren sehr viel minderwertige Gebäude auch gebaut wurden. Aber die Hauptflächen, auch wo wir jetzt sitzen, in diesem Bereich, sind außerordentliche Gebäude und ich denke, dass der Industriehof bundesweit zu einigen wenigen einzigartigen Anlagen in dieser Art gehört. Ja, wem gehört eigentlich der Industriehof? Der Industriehof gehört zu 90% der Quartiersmanufaktur aus Trier, die der Herr Dr. Koch hier repräsentiert. Und zum Herr Dr. Koch kommen wir nachher später noch, der sitzt ja auch hier am Tisch. Ne? Und zu 10% gehört der Familienholding meiner Familie. Das ist eine Gesellschaft, die sich OSI GmbH nennt. Und die besitzen zusammen 100% der Industriehof Speyer GmbH. Ja, das ist sozusagen die neueste Geschichte, das ist aber noch nicht allzu lange so. Das ist genau 15 Monate her. Wir haben zum 1. Mai 2018 hier die kaufmännische Leitung und auch den kaufmännischen Auftrag übernommen, das zu führen und sind eingetragen seit Juli 2018 als Eigentümer im Grundbuch. Wir haben heute sozusagen einen Tag der offenen Tür, man könnte auch sagen einen Tag des offenen Tores, sagen Sie, gell? Ja. Weil nämlich hier viele Handwerksbetriebe und viele Gewerbebetriebe, sagen wir mal besser Gewerbebetriebe, angesiedelt sind. Wie sieht es denn so mit der Struktur dieses Geländes aus? Die Struktur des Geländes ist bunt durchmischt, wir haben hier alles. Wir haben hier insgesamt 220 Mietverträge, wovon sicherlich über 100 Mietverträge Handwerker, Gewerbetreibende und Ähnliches sind. Dann haben wir hier gegen 30 Mietverträge, wo Leute hier wohnen. Wir haben Mietverträge mittlerweile mit Arztpraxen, mit Fitness-Trainern. Wir haben hier mittlerweile im Dienstleistungsbereich so eine mannigfaltige Aufstellung. Wir haben ITler hier, wir haben... Also es geht also über diese Sache Handwerk und Kleinhandwerk hinaus? Deutlich hinaus. Also auch die Anfragen jetzt, wenn sich eine Halle mal leert, kommen aus allen Bereichen, bis hin zu Rechtsanwälten, bis hin zu Wirtschaftsprüfern. Also es wird hier sicherlich durchmischt werden zwischen dem Handwerk, das wir behalten wollen in Gänze, also es sind alles gute Leute, die wir hier als Mieter übernommen haben und natürlich wollen wir auch den Dienstleistern Räume geben, in denen sie sich auch wohlfühlen und auch hier Arbeitsplätze schaffen werden. Ja, Sie machen zum zweiten Mal diesen Tag des offenen Tores. Was gibt es denn so alles? Wir als Industriehof Speyer GmbH machen den Tag des offenen Tores zum ersten Mal. Letztes Jahr
nach der Übernahme wurde das veranstaltet von 5 oder 6 Mietern, die wir hier auf der Fläche haben. Und dieses Jahr machen wir es gemeinsam mit den Mietern und konnten auch deutlich mehr unserer Mieter gewinnen, dass sie ihre Tore öffnen. Weil wir doch sehr viel Interessantes auch haben. A, haben wir die interessanten Gebäude, in die keiner reingucken kann. Und B, haben wir natürlich unglaublich viel kreative Leute hier. Und dieses Jahr sind, denke ich, über 40, die Hallen offen haben, in die man reingucken kann und auch sieht, A, die Architektur, B, was handwerklich oder dienstleistungsmäßig hier bewegt wird. Ja, wir machen jetzt sozusagen einen kleinen Rundgang, einen mit Kamera und Mikro über diesen Tag der offenen Tore, was denn so alles da so gibt. Uns wurde es angeboten, hier im Rahmen der offenen Tore als Fremdaussteller mitzuwirken. Ja, wir sind sehr froh. Sehr schönes Ambiente. Nette Leute hier, alles gut, ja. Ja, Herr Dr. Koch, Sie sind der Zweite sozusagen im Bunde, nicht aus Speyer, sondern Sie kommen aus? Trier, aus dem schönen Trier an der Mosel. Was hat Sie bewogen, hier sich in Speyer zu engagieren? Wir sind verliebt in Quartiere, die einen besonderen Reiz haben. Also grüne Wiese-Entwicklung machen wir nie. Wir lieben alte Gemäuer in verschiedenster Form. Wir revitalisieren Kirchen, alte Industrieareale, aber auch Kasernenareale. Das ist unser Schwerpunkt. Das habe ich auf Ihrer Homepage irgendwo gelesen, ne? Und es hat mich dann doch sehr interessiert. Ah, interessant, ne? Und das Speyerer Gelände hat Sie dann gepackt. So. Das hier war ein Gänsehautmoment, der erste Rundgang über die Fläche. Fantastisch. Ich liebe diese wunderschönen Backsteingebäude. Einmalig. In dieser Konzentration selten gesehen. Und von daher hat es mich hier nach dem ersten Rundgang gepackt und habe Lust und Laune, dieses entsprechend zu entwickeln. Ja, der Herr Johann hat schon gesagt, wie viele Mieter denn da sind und so. Wenn ich so über das Gelände gehe oder ich habe gestern Aufnahmen mit dem Kopter gemacht, dann sehe ich auch alte verlassene Gebäude, viel Glasbruch und so, wo ganz sicher jetzt derzeit niemand drin haust, sage ich jetzt mal so. Sie haben irgendwo in der Rheinpfalz gesagt, dass es ein längerer Plan auch sei, dieses Gelände wieder zum Leben zu erwecken. Man muss sich vorstellen, dass in den letzten 40, 50 Jahren nur sehr rudimentär Dinge repariert wurden. Und wir haben jetzt einen gehörigen Sanierungsstau und müssen von daher so nach und nach Gebäude für Gebäude aufnehmen, die Infrastruktur erkunden. Und damit beschäftigen wir uns jetzt schon seit einem Jahr. Und es wird sicherlich nur 1-2 Jahre dauern, bis wir damit einigermaßen fertig sind und dann genau festlegen können, welche Maßnahmen wir ergreifen müssen, um Gebäude auch zu retten. Leider ist so ungefähr 20-25% der Bausubstanz nicht mehr zu nutzen. Steht jetzt schon leer, weil Dächer drohen einzustürzen, weil Mauern marode sind, weil Decken angegriffen sind. Also von daher haben wir ein ganz schönes Programm vor uns. Es ist ein hoher Reiz, aber auch eine große Herausforderung. Die Stadt Speyer hat bestimmte Auflagen gemacht. Sie haben auch zuletzt, gab es einen Beschluss im Stadtrat, ne, dass das Gelände so erhalten bleiben soll als Kleingewerbegelände, so wie es auch derzeit besteht. Welche Erfahrungen als Trierer haben Sie sozusagen mit der Speyerer Stadtverwaltung gemacht? Es gab natürlich zunächst einmal einen gewissen Aufschrei, hier ändert sich etwas. Und das haben wir kräftig zu spüren bekommen, in Form verschiedener Beschlüsse, die gefasst wurden. Und wir gehen jetzt aber gerade aktuell einen sehr schönen gemeinsamen Weg, in dem wir uns einfach kennenlernen, wir auch unsere Ideen präsentieren können und von daher im Dialog momentan am Ausloten sind, welche neuen Wege denn beschritten werden können, um genau diesen Flair, den wir hier haben, dann auch in die Zukunft zu überführen. Ja, schönen Dank dann für das Gespräch. Ich wünsche noch einen guten Tag hier beim Tag des offenen Tores und dass Sie gut natürlich nach Trier kommen wieder.
Vielen Dank. Wir freuen uns darauf, Sie bald wieder hier zu sehen.